Lieber Kollege Gebhardt, mit Ihrem Antrag lassen Sie ja nun ganz tief blicken. Wenn man bösartig wäre, dann könnte man sagen, in etwa so tief wie Ihre Wahlergebnisse am letzten Sonntag. Kommen wir aber zunächst zu dem, was uns verbindet. Uns gemeinsam ist die harte Oppositionsbank, auf welcher wir die zumeist mühevolle Arbeit der Opposition verrichten. Und genau hier liegt der Kern. Es heißt Oppositionsarbeit. Einige der von Ihnen aufgeworfenen Fragen sind durchaus berechtigt, und damit meine ich vor allem die Frage nach dem Gremium und nach den Kriterien der Auswahl der Kandidaten für den Sächsischen Verdienstorden. Wenn Sie aber Ihre Arbeit richtig machen würden, dann hätten Sie Ihr Aufklärungsbedürfnis mittels einer kleinen Anfrage an die Staatsregierung befriedigen können. Stattdessen suchen Sie lieber im Plenum die große Bühne hier, um mit Blick auf den Ordensträger und sicher sehr streitbaren Unternehmer Theo Müller an der Leierorgel des Neides zu drehen. Herr Kollege Gebhardt, ich muss und will mich hier nicht als Anwalt des Unternehmers Theo Müller aufspielen. Ich werde ja schließlich nicht von ihm bezahlt. Dennoch zwingt mich Ihr Antrag, ein paar für Sie sicherlich unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Auch wenn Neid niemals ein guter Ratgeber ist, kann ich Ihren Neid auf Herrn Müller und das seinen Namen tragende Unternehmen durchaus verstehen. Die von ihm entwickelte Müllermilch ist in ganz Deutschland bekannt. Jedes Kind kennt sie und liebt sie, was man von ihnen nicht wirklich behaupten kann. Herr Hartmann hat schon darauf hingewiesen, auf die Historie der Übernahme 1971. Ich habe es mir angesehen, der Aufbau von einer Molkerei mit vier Mitarbeitern zu einem nach Unternehmensangaben mittlerweile 26.600 Mitarbeitern. Eine derartige Leistung ist mir bei keinem der Kollegen der Linken bekannt. Sämtliche Ihrer Mitarbeiter werden vom Freistaat im Rahmen des Mandats bezahlt. Demgegenüber zahlt Theo Müller wie jeder Unternehmer die Mitarbeiter aus Mitteln des Unternehmens. Und schließlich, ja, Sie haben recht, Müller hat für seine Betriebsansiedlung in Leppersdorf vom Freistaat üppige Förderungen erhalten. Auch hier hat Herr Hartmann das schon ausgeführt, insofern fasse ich mich da kurz. Über 600 Millionen sind dennoch in den Standort Leppersdorf geflossen, der der größte der Gruppe ist. Die von Ihnen zitierten 71 Millionen Fördergelder hat er gesetzeskonform beantragt, gegeben hat sie die Staatsregierung. Abgesehen davon, dass hier die mittlerweile 2.800 Menschen in Lohn und Brot sind, auch das hat der Hartmann schon ausgeführt, kann meines Erachtens in der Annahme derartiger Subventionen gar nichts Verwerfliches erkannt werden. Sehr geehrte Kollegen von der Linken, das Geld, was in diesem Hause großzügig ausgegeben wird, und Sie wollen es ja immer noch großzügiger ausgeben, muss irgendwo herkommen. Und dieses kommt von den Bürgern unseres Landes, von den Angestellten, von den Beamten, den Freiberuflern und auch und vor allem nicht zuletzt von den Menschen, die in diesem Land etwas unternehmen wollen. Und gerade Letztere bringen den Großteil des Steueraufkommens in den Staatshaushalt. Und das vor allem, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich sind. Unternehmer, und das sind bei uns in Sachsen zumeist Mittelständler, brauchen Freiheit. Freiheit, sich auszuprobieren, Ideen zu entwickeln und Produkte zu kreieren. Mit Krediten, das verstehen Sie nicht, das verstehe ich, dass Sie es nicht verstehen, für die der Unternehmer haftet, werden dann Kapital, Eigentum und nicht zuletzt Arbeitsplätze geschaffen. Und auch wenn es hier auf der linken Seite jetzt ja ersichtlich bis weit in die Mitte des Saales für offenbar vollkommen fremd ist, Unternehmer sind primär Menschen, die etwas schaffen wollen, die Verantwortung übernehmen, die haften, die regelmäßig und das gerade im Mittelstand sorgfältig auf ihre Mitarbeiter achten. Unternehmer wollen und müssen Gewinne erwirtschaften, keine Gewinne, keine Investitionen und ohne Investitionen keine Expansion. Ohne Gewinne keine zukunftssicheren Jobs, ohne Gewinne keine Neueinstellungen. Der Lohn des Unternehmers ist primär sein Erfolg und die dadurch eröffnete Möglichkeit der Gestaltung. Das bei Ihnen im Fokus stehende Geld ist dagegen zumeist sekundär, es ist meist Mittel zum Zweck.
der Lohn richtig ist, dass der Unternehmer natürlich anstreben wird, und auch das hat Herr Hartmann mit Blick auf Herrn Müller schon erwähnt, dass er mehr verdienen möchte als die Angestellten. Schließlich trägt er die Verantwortung und das Risiko, das ist auch vollkommen legitim. Gar nicht so selten hat er aber sogar weniger als seine Angestellten. Aber wie sollen Sie das angesichts der Unternehmerdichte in Ihren Reihen überhaupt verstehen? Als einer der wenigen Praktiker hier im Hohen Haus darf ich Ihnen zudem ins Stammbuch schreiben, dass jeder, ausnahmslos jeder Unternehmer, schlaflose Nächte hat, etwa weil er nicht weiß, wie er an genügend Aufträge kommen soll, wie er Kredite, Löhne oder sonstige Verbindlichkeiten zuweilen bedienen soll. Solch existenzielle Sorgen, Herr Gebhardt, hören Sie mal zu, dann lernen Sie noch was, die sind Ihnen natürlich vollkommen fremd, weil Sie unter der warmen Decke der üppigen Diät sich hier bedienen. Sie bedienen lieber das vollkommen antiquierte Feindbild des gierigen Unternehmers, der die Massen ausbeutet und Steuern hinterzieht. Ne? Obwohl die Geschichte, und da müssen Sie gerade mal zuhören von der Linken, die Geschichte gezeigt hat, gerade hier bei uns in Mitteldeutschland, dass sie ohne freie Unternehmer nur eine unfreie Gesellschaft existieren kann, in der es keinem besser, dafür allen schlechter geht, drehen Sie weiterhin an Ihrem verstaubten Leierkasten und singen die neidgetränkte Moritat auf den bösen Müller. Auch die SPD kann sich diesen unlauteren Sirenenklängen nicht verschließen, wenn ihr Generalsekretär in der freien Presse vom 17.09.2021 erklärt, Müller verdiene die Vermögenssteuer, aber nicht den Verdienstorden. Sehr geehrte Genossen von der Linken, SPD und Grünen, für Sie nochmal zum Mitschreiben. Es ist der Zweck eines Unternehmens, Gewinne zu erwirtschaften. Da hat Herr Müller vollkommen recht. Das gilt für den Einzelunternehmer wie für die Holding. Und ja, soziale Verantwortung nicht nur für die Beschäftigten gehört dazu. Von uns als Gesetzgeber wird erwartet, dass wir entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit die Unternehmer sich entfalten können. Im Gegensatz dazu müssen Leitplanken gesetzt werden, um soziale Marktwirtschaft zu erhalten. Das hören Sie natürlich nicht so gerne, aber hierzu gehören natürlich auch behördliche Kontrolle und das Einfordern von Steuern, die dem Gemeinwesen dann schließlich zugutekommen. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, insbesondere von SPD und Grünen und den letzten Jahren vor allem auch immer mehr von der ausgemerkelten und entkernten CDU, was Sie den Unternehmern hier aufdrücken, das ist eindeutig zu viel. Ich erinnere an die gesetzlich vorgeschriebene Männer-Frauen-Parität, den Unternehmensvorständen, Lieferkettengesetz, vollkommen überbordende bürokratische Anforderungen, überzogene Einkommens-, Kapital- und Gewerbesteuern, die zu den höchsten weltweit gehören. Die Kapitalertragssteuer hatte ich schon erwähnt, und wenn es nach Ihnen geht, ja die Vermögenssteuer, liebe Kollegen von den Linken, Grünen und der SPD, und am Ende des Lebens noch die Erbschaftssteuer. Das erwirtschaftete Einkommen wird dann dreimal versteuert. Auf den Sinn und Unsinn, für das es ausgegeben wird, will ich hier nicht weiter eingehen. Ich möchte es abschließend noch mal ganz kurz sagen. Als Patriot, der seinem Land verbunden ist, bin ich kein Freund von Wohnsitzverlegungen. Dass Herr Müller aber sein bereits mehrfach versteuertes Geld nicht nochmals versteuern lassen wollte, das kann ich durchaus verstehen. Er ist nur ein Unternehmer, an dem wir uns hier nicht über Gebühr abarbeiten sollen. Mehr Sorgen sollten wir uns machen über die zahlreichen Mittelständler, Herr Gebhardt, die mittlerweile ähnliche Gedanken haben. Und auch das kann ich Ihnen aus meiner anwaltlichen Praxis sagen. Es werden immer mehr, die sich über diese Sachen Gedanken machen, ob sie nicht auswandern. Das sind noch Überlegungen. Und wenn Sie aber weiter munter an den bürokratischen Hürden drehen, etwa steuerlichen Hürden drehen, etwa Enteignungsfantasien schüren wie in Berlin, dann prophezei ich Ihnen hier im Hohen Haus, dass Sie noch tanzen werden und gar nicht merken werden, dass die Musik schon aufgehört hat zu spielen. Und der Ministerpräsident und seine CDU wissen spätestens seit Sonntag sehr genau, wovon ich spreche. Wir lehnen den Antrag daher ab. Vielen Dank.